Und damit hallo und herzlich willkommen zu Stranded Sails, Explorers of the Cursed Islands. Ja, da mich schon einige privat angeschrieben haben, beziehungsweise bei meinem Steam-Account und gefragt haben, was es denn alles so für schöne Spiele gibt, die man aktuell spielen kann, Aufbauspiele, Farmspiele und so weiter, habe ich mir gedacht, dass ich mir einfach mal von den Spielen, die ich mir neu gekauft habe, ein paar rauspicke und euch die zumindest schon mal vorstellen werde. Ich habe leider aktuell noch nicht die Zeit, um davon, also von allen Spielen ganze Let's Plays zu machen. Aber ja, wenn mich natürlich ein Spiel total gepackt hat, werde ich das natürlich auch weiterspielen. Es kann dann allerdings sein, dass ich erstmal darauf warten muss, bis dann ein anderes Spiel zu Ende ist und ja, das sozusagen den Sendeplatz von dem anderen Spiel einnehmen kann. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit Stranded Sails. So, mal schauen, ob ich jetzt meinen ganzen Namen eingeben darf. Nein, natürlich nicht. Es wird schon wieder abgebrochen. Es ist echt zum Kotzen. Ich verstehe nicht, warum es immer noch Spiele gibt, bei denen man nicht seinen ganzen Namen einstellen darf. Ja, dann heiße ich jetzt nicht mehr Gameplayerin, sondern ich heiße jetzt einfach Gameplay. Guten Morgen, Welt. Heute ist ein großer Tag. Du gehst auf ein großes Abenteuer. Eine Reise über den Ozean zu einem Ort mit dichten Wäldern und eisigen Gletschern. Du hattest einen merkwürdigen Traum letzte Nacht. Du warst eine exotische Insel. Da war eine exotische Insel, ein sprechender Papagei und ein Schiffswrack. Oh, was ist das? Eine Notiz von deinem Vater. Du solltest sie lesen. Okay, also mit ASWD können wir laufen, das ist schon mal gut. Ah, linke Maustaste ist anscheinend benutzen. Guten Morgen, mein Kind. Die Mannschaft und ich treffen bereits Vorkehrungen an den Docks. Bitte komme so schnell du kannst, wir wollen schließlich nicht ohne dich aufbrechen. PS, ich habe dir einen Rucksack mit Sachen für die Reise dagelassen. Okay, kann man das jetzt... Okay, man kann es... Nicht noch. Ja, achte darauf, dass du ihn mitbringst. Wir haben es ja verstanden. Ich wollte nur gucken, warum das jetzt nochmal anklickbar war. Achso, das ist der Rucksack. Okay. Gut, aber anscheinend können wir... Nee, da müssen wir doch hinlaufen. Oder? Das möchte ich jetzt mal wissen. Ja, da, okay. Da müssen wir auf jeden Fall überall hinlaufen, wenn wir was machen möchten. Dann schauen wir doch mal. Hier ist es ja dunkel. Ah, wir kommen in eine Stadt... Trifft deinen Vater an den Docks. Da gucken wir doch erstmal, haben wir... Nein, wir haben keine Map über M. Okay, das ist schon mal schlecht. Über I ist kein Inventar. O, P und U funktionieren auch nicht. Gut, dann, ja. Laufen wir einfach mal ein bisschen in der Gegend herum. Kann man da irgendwas rausnehmen? Nee, kann man nicht. Also wir wirken ein wenig klobig. Die Arme sehen so ein bisschen puppenhaft aus. Aber egal, wir gucken jetzt erstmal, was wir hier alles so machen können. Wie gesagt, also da habe ich jetzt schon mehrere Leute darauf angesprochen haben, was es so für schöne Aufbauspiele gibt, für schöne Farmspiele, habe ich mir gedacht, ich schnapp mir jetzt wirklich mal einfach ein paar von den Spielen, die ich habe und ja, spiele die schon mal ein bisschen an, dann könnt ihr mal sehen, wie die so sind und ja, ihr könnt natürlich auch gleichzeitig entscheiden, ob ihr von dem Spiel mehr sehen wollt. Was mich gerade ein bisschen stört, ist, dass das so extrem am Haken ist. Das verstehe ich nicht. Weil es läuft hier gerade gar nichts. Also es läuft weder irgendein Update, noch eine Umwandlung, noch sonst irgendwas. Trotzdem ist es hier gerade extremst am Haken. Was ich übrigens nebenbei bemerkt, auch sehr negativ fand bei dem Spiel. Ich musste den Deep Guard von meinem Virusscanner ausschalten. Weil sonst dieses Spiel nicht funktioniert hatte. Das hatte den Fehlercode 95 oder sowas. Irgendwas mit 5. Und ja, ich musste erstmal eine ganze Weile googeln, bis ich dann herausgefunden hatte, dass das an dem Virenscanner liegen könnte. Weil die anderen Optionen, die waren nichts für mich, weil das hatte ich alles nicht. Und naja, zumindest funktioniert das Spiel jetzt, weil vorher konnte ich es nicht starten. Also das so als kleinen Tipp, falls ihr das Spiel selber spielen möchtet. Ahoi Gameplayerin, es ist schön, dich zu sehen. Es gibt noch ein paar Dinge zu erledigen. Dann beginnen wir endlich unsere Reise. Zu schneebedeckten Bergen und Wäldern auf der anderen Seite des Ozeans. Bist du bereit für dieses große Abenteuer? Nö.
Mein Kind, du scheinst noch nicht allzu aufgeregt zu sein. Ja, bisher noch nicht, nein. Dein Enthusiasmus wird bestimmt wachsen, sobald wir diese trostlose Stadt verlassen haben. Wir sind fast bereit zum Aufbruch. Bitte, mein Kind, bringe deinen Rucksack auf unsere Kajüte und kehre zu mir zurück. Ich muss dich noch um einen letzten Gefallen bitten, bevor wir Segel setzen können. Oh, reden kann ich heute auch nicht mehr. Was wohl daran liegt, dass ich immer noch so stark erkältet bin. So, die Frage ist jetzt, ist das die Kajüte? Ja, ich glaube schon, ne? Okay. Da bist du. Hi. Sehr gut, Gameplayerin. Jetzt haben wir alles beisammen. Alles außer einer wichtigen Sache. Wir brauchen ein Apfelfass aus dem Lager hinter dem Schiff. Was würden wir auf einer so langen Reise ohne ein paar saftige Äpfel machen? Sei so nett und lade eines der Fässer auf unser Schiff, mein Kind. Okay. Ich hoffe, ich kann die mit der Hand aufnehmen und muss da jetzt nicht was weiß ich was machen. Immer mit dir reden. Hey ja, es ist so schön, mit euch allen hier zu sein. Jeder ist auf einer eigenen Reise im Leben. Wir alle hatten unsere Gründe, unser Zuhause hinter uns zu lassen. Dadurch fühle ich mich von allen ein wenig verstanden. Ich muss aber schon sagen, der Hintergrund ist ziemlich laut, oder? Ich stelle mal kurz ein bisschen was um, dass die, dass die Wellen und so nicht ganz so laut sind. So, ich habe das jetzt mal von 80 auf 50 runtergeschraubt, weil das ja doch extremst laut ist. Achso, mit dir habe ich noch nicht gesprochen, ne? Es ist so schön zu sehen, dich zu sehen, meine Liebe. Ja, okay. Hey! Endlich verlassen wir diese Stadt. Auf in neue und unbekannte Länder. Je eher wir diese Stadt verlassen, desto besser. Hivo! Ich frage mich, was für neue Fische wir fangen werden. Hehe. Okay, also wir reden jetzt mal nicht mit allen, weil da kommt ja quasi immer das Gleiche raus. Weil wir sollen natürlich auch unsere Aufgaben hier machen. Wie kommen wir denn da hin? Oder ist das hier... Nee, das ist nicht das Lagerhaus, ne? Oder? Vielleicht meinten die das auch mit Lagerhaus, weil hier so viele Sachen gelagert sind. Ja, da würde jetzt eine Karte natürlich sehr, sehr gut sein. Also mich stört jetzt im Moment auch extrem, dass das Spiel so am Haken ist. Das habe ich bisher noch bei keinem Spiel so gehabt. Gerade jetzt von Steam nicht. Wo ist das hier? Ah, okay. Das könnte vielleicht das Fass sein. Zumindest ist es ein Fass, was ich durch die Gegend schleudere. Mehr als eine Trage. Wo soll das denn hin? Dahin? Da hat gerade was geblinkt. Ah, rede mit Charles. War das der Typ hier oben, der so am Winken ist? Hallo. Danke, mein Kind. Wir sind bereit aufzubrechen. Fritz und Logan sind schon dabei, den Anker zu lichten. Bitte, Gameplayerin, du bist leicht und flink. Perfekt für Aufgaben oben auf dem Mast. Würdest du die Takelage hochklettern und die Segel für mich hissen? Beginne mit dem Segel hinter mir und arbeite dich nach vorne. Okay. Ist es das hier? Okay. Kann man hier auch hoch? Achso, das sind... Nee, das sind einzelne, ne? Dann muss ich wahrscheinlich von hier aus... Ja. Das sieht schon mal gut aus. Ich habe doch keine Ahnung. Ich bin doch noch nie auf einem Schiff gewesen. Doch, ich bin auf einem Segelboot bin ich mal gewesen. Ich habe es sogar selber gesteuert damals. Kann ich hier wieder runterspringen? Hallo? Es wäre ganz schön... Ja, es wäre ganz schön, wenn du da drauf gehen würdest. Ich klicke da immerhin schon zum dritten Mal drauf. Das will er nicht mehr. So. Hallo? Könntest du hier mal runtergehen? Dankeschön. Nein, mit dir möchte ich nicht sprechen. Ich will das machen, wo ich drauf... Nein, das, wo ich drauf geklickt habe. Wo kam das jetzt auf einmal her? Okay. Komm. Komm. Nein. Das gestaltet sich ja noch komplizierter von der Steuerung stellenweise wie Suburia 3. Und da war es wirklich schon so ein bisschen, naja, nicht direkt verbuggt, aber es war schon ein bisschen seltsam. Achso, rede mit Charles. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch jetzt alle gemacht. Danke.
danke, dass du die Segel gesetzt hast, mein Kind. Endlich können wir uns von dieser grauen und engen Stadt verabschieden. Schon bald werden wir auf der hohen See unserem Ziel entgegensegeln. Achso, ich kann mich bewegen. Ha, sag mir das doch einer. Wieder Rede mit Charles, okay. Ahoi, mein Kind. Das Wetter sieht gut aus und wir scheinen auf dem richtigen Kurs zu sein. Es gibt nicht viel zu tun, außer die Brise zu genießen. Eine tolle Gelegenheit für dich, die Mannschaft näher kennenzulernen. Ich bin sicher, dass sie auch gerne mit dir sprechen würden. Bitte, mein Kind, sei so gut und sprich mit ihnen. Na toll. Mit denen habe ich doch schon alles gesprochen. Hey, Gameplayerin. Das Wetter ist toll, oder? Die salzige Brise und pralle Sonne sind einfach perfekt. Nach dem Verlust meiner Farm an die Fabriken in der Stadt freue ich mich auf einen Neuanfang. Ich bin froh, dich hier an Bord getroffen zu haben, Gameplayerin. Naja, eigentlich haben wir uns schon davor getroffen, aber na gut. Hä? Du bist es, Gameplayerin. Hier ist ungefähr genauso viel Platz wie in der Stadt. Nicht genug. Wir haben fast die Hälfte unserer Reise hinter uns, also werde ich es wohl überleben. Wenn wir endlich angekommen, werde ich zuerst einen abgelegenen Ort suchen, eine Hütte bauen und die Freiheit genießen. Ja. Bonjour, Gameplayerin. Was willst du von mir? Wissen, warum ich hier bin? Nun, ich möchte neue Dinge finden, die ich in meiner Küche verwenden kann. Neue und aufregende Rezepte, um die Welt zu beeindrucken. Beantwortet das deine Frage? Gut. Könntest du mich dann in Ruhe lassen? Ich muss noch einige Dinge für unsere Ankunft vorbereiten. Hey! Ahoi, Landratte. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich dich so nenne. Haha. Dieses Schiff ist eine wahre Schönheit, findest du nicht? Kannst du fühlen, wie sanft es die Wellen reitet? So elegant. Wer auch immer dieses Schiff gebaut hat, war ein wahrer Meister seiner Kunst. Mein Traum ist es, eines Tages auch so ein Meisterwerk zu erschaffen. Alles klar? Die Sonne brennt, Mann. Ich hoffe, sie verbrennt mir nicht die Birne. Ich will mir meine grauen Zellen wirklich nicht von so einem Sonnenstich kaputt machen lassen. Gameplayerin, ich habe mich gefragt, ob ich mit dem Tempo des Schiffes mithalten kann, wenn ich schwimme. Hey. Definitiv zu riskant, es zu versuchen. Sogar für mich. Ich werde einfach versuchen, ein riesiges Seeungeheuer mit meiner Angel zu fangen. Hey. Ja, das ist natürlich einfacher, als mit dem Schiff mitzuhalten. Hallo, meine Liebe. Es ist so schön, dich kennenzulernen. Ich habe mich auf unsere Zeit auf dem Schiff gefreut. Ruhe nur unterbrochen von den Klängen des Windes und der Wellen. Es ist wirklich entspannend. Ich werde dir etwas wärmere Kleidung nähen, wenn wir angekommen sind, meine Liebe. Du bist so erwachsen geworden, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich kann mir dich wirklich in den Fußstapfen deines Vaters vorstellen. Oh, Gameplayerin, ich werde schon wieder sentimental. Warum sprichst du nicht mit den anderen, während ich in alten Erinnerungen schwelge? Oh! Guten Tag, Gameplayerin. Es ist schön, dich hier mit uns allen auf dem Abenteuer zu haben. Ich vermisse es wirklich, den Hammer zu schwingen. Ich vermisse den Klang von Stahl auf Stahl. Sprühende Funken und die Hitze der Schmiede. Gameplayerin, eines Tages werde ich wieder schmieden. Ich werde die erlesensten Werkzeuge und Waffen schmieden. Ich würde es sogar hier an Bord versuchen. Wenn ich mir nicht sicher wäre, dass dein Vater mich über die Reling werfen würde. Haha. Ja, das würde ich aber ehrlich gesagt, denke ich mal, auch tun. Weil auf einem hölzernen Schiff wäre das, glaube ich, keine gute Idee. Ahoi, mein Kind. Ich hoffe, du verträgst dich gut mit der Mannschaft. Hoho. Nun, warum genießt du nicht die Brise und... Was war das? Ein bunter Vogel? Ich kann ihn nicht mehr sehen. Er muss irgendwo auf dem Schiff gelandet sein. Schnell, Gameplayerin. Vielleicht kannst du ihn finden. Ich tippe mal darauf, dass er irgendwo oben jetzt hängt, ne? Da man den so nicht sehen kann. Ah, hier kann ich rum. Ah. Nein. Nein. Du sollst dahin gehen, wo du gerade warst. Oh Mann. Aber da kann ich nicht hoch.
klettern, ne? Da kann ich nicht rübergehen. Nein, da komme ich nicht rum. Schade. Also wie gesagt, die Steuerung ist doch sehr, sehr holprig. Ich gucke jetzt erstmal, bevor ich da hochkletter. Na, hier kann ich auch nichts sehen. Na, ich schätze mal, der ist hier oben. Das Problem ist nur, ich komme da nicht rüber. Solange der mich nicht hier irgendwo drauf gehen lässt. Weil der stockt hier. Ach ja, da oben, ich sehe ihn schon. Der stockt hier nämlich immer. Wobei, vielleicht könnte ich das von der Mitte aus machen, dass ich da hochkletter. Das müsste ich mal ausprobieren. Also gerade eben war sie ja hier vorne auf dem Seil, aber ah ja, jetzt können wir da hochklettern. Perfekt. Hi, Papagei. Hallo? Das ist der Vogel. Er ist ein Papagei. Er sieht aus wie der Vogel aus deinem Traum. Kurz bevor du die Stadt verlassen hast. Ach, das ist gar nicht der Papagei. Er schaut dich neugierig und aufgeregt an. Etwas ist geschehen. Der Papagei schlägt mit den Flügeln und wirkt beunruhigt. Okay. Etwas ist geschehen. Ein Sturm ist aufgezogen. Wir müssen schnell wieder runter. Hi. Ja, die anderen sind schon alle unter Deck. Ich sehe schon. Mein Kind, konntest du den Vogel finden? Oh, er ist weggeflogen. Das Wetter hat sich stark verschlechtert. Das muss der Grund sein. Irgendwo ist er aber hingeflogen. Also muss Land in der Nähe sein. Merkwürdig. Eigentlich sollten wir so früh noch nicht auf Land stoßen. Wie auch immer, der Sturm über uns bereitet mir größere Kopfschmerzen. Schnell gehen, Kehrin. Geh und suche Schutz in unserer Kajüte. Okay. Der Sturm wird stärker, droht das Schiff zu zerreißen. Mächtige Wellen werfen es herum wie eine Nussschale. Bretter knarren und zerbersten. Schließlich kracht das Schiff gegen etwas Gewaltiges. Und Dunkelheit obsiegt. Uff, was ist passiert? Das Letzte, woran du dich erinnern kannst, ist der immer stärker werdende Sturm. Was wohl mit deinem Vater und der Mannschaft passiert ist? Du solltest diese Insel untersuchen. Vielleicht kannst du sie finden. Ja, ich würde dann spontan sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ist zwar ein bisschen früh diesmal, aber ja, ist doch jetzt wieder ein neuer Abschnitt und ihr kennt mich, ich mache dann gerne mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten, ja, ich sag mal Vorstellungsfolge wieder. Wie gesagt, ich werde das Let's Play davon noch nicht so früh machen können. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch bisher gefallen hat. Ob ihr denkt, dass es würdig wäre, davon ein richtiges Let's Play zu machen. Und ja. Wenn jetzt nicht so viel Resonanz kommen sollte, werde ich das irgendwann auf jeden Fall nochmal Let's Playen und dann wahrscheinlich auf den Gameplayeren Family Channel hochladen. Da muss ich dann mal schauen. Aber ja, erzählt mir doch erstmal, wieso der erste Eindruck für euch war. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!